Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Stiere, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurer Monatslegung für September 2024 für alle, die den Stier als Standzeichen haben im Mond, Venus oder Aszendent. Wie immer ist es eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist natürlich am Start und wir legen heute mit dem Krafttier-Orakel, dem Arcanum-Tarot, dem Gilded Reverie Lenormand und natürlich gibt's eine Faul-Rune für euch mit dazu. So, auf los geht's los, liebe Stiere, und wir schauen mal, welche Energien sich im Bereich Liebe, Verbindungen, Familie, Freundschaft, Beruf, Berufung und als spirituelle Seelenbotschaft für euch zeigen wollen. So, wir legen zuerst alle Karten aus. Also ich lege zuerst alle Karten für euch aus und dann gehe ich für euch in die Deutung der einzelnen Bereiche. So, Liebe, Verbindungen. Was haben wir denn da für eine Energie für die Stiere? Die vier der Kelche. Okay. Beruf, Berufung. Welche Energie haben wir da für die Stiere? Dankeschön. Die sieben der Stäbe. Und jetzt die spirituelle Seelenbotschaft für die Stiere. Was haben wir da für eine Energie? Spirituelle Seelenbotschaft für die Stiere, Dankeschön, den Page der Schwerter. Okay, verdeckte Energie, die neun der Kelche. Gut, dann schauen wir mal, was hier das Lenormand noch ergänzt. Für den Bereich Liebe und Verbindungen, Freundschaft, Familie. Welche Energien zeigen sich da im September für die Stiere? So, Zusatzbotschaft. Wir haben den Hund, die Vögel. Nein, die Dame lag zuerst, glaube ich, der Vögel, so rum. Die Vögel und den Brief. Zusatzbotschaft, die Zeit. So, ihr wisst, wenn die Dame fällt, seid ihr als meine Zuschauer damit gemeint. Der Herr wäre eine euch wichtige Person. Bedenkt, Rollen können vertauscht sein. So, Beruf, Berufung. Wir haben das Kreuz. Wir haben die Masken. Wir haben die Mäuse und das Schiff. Okay, was haben wir als spirituelle Seelenbotschaft für die Stiere? Der Reiter. Der Bär. Die Brücken. Und die Fische. So, verdeckte Energie, der Herr. Aha, okay. Also, liebe Stiere, eure Energie, was Liebe, Verbundenheit, Familie, Freundschaft angeht, ist die vier der Kelche. Die vier der Kelche ist die Energie der Zurückweisung. Man hat hier einen Korb erhalten. Man hat hier Ablehnung erfahren. Man wurde hier vielleicht enttäuscht, zurückgewiesen. Ja, vielleicht wurden Versprechen nicht eingehalten. Also ich nehme so eine sehr, was Liebe, Verbundenheit angeht, so eine Energie war, dass ihr euch zurückgewiesen fühlt. Und ja, diese Zurückweisung, ja, also ihr schaut auf diese drei Kelche, die hier vor euch stehen, das mögen vielleicht
drei wichtige Menschen in eurem Leben sein. Ja, und auf die habt ihr euren Fokus gerichtet. Und vielleicht ist diese Energie mit diesen Menschen hier, die vor euch sind, direkt gerade etwas beschwerlich. Und ihr seht gar nicht, dass hier schon ein neuer Kelch euch gereicht wird, dass hier eine neue emotionale Erfüllung möglich ist, weil ihr so sehr auf diese Kelche zu euren Füßen fokussiert seid. Also es geht vielleicht darum, was Liebe, Familie, Verbundenheit, Freundschaft angeht, zu erkennen, wenn ihr auf die Wunden der Vergangenheit, auf die Zurückweisung immer wieder blickt, ja, dann wird eure Energie darin gebunden. Ihr müsst den Blick heben, um einen neuen Blickwinkel zu erreichen, ja, und vielleicht auch eine neue Gelegenheit hier wahrzunehmen. Ich sehe so ein bisschen, ja, ich muss der Dame mal wieder ein Bikini hier basteln. So, wir haben den Hund und die Dame. Und es geht hier mit dem Hund vielleicht wirklich um Freundschaften. Es geht hier aber vor allem um Treue und um Loyalität. Und vielleicht ist es auch diese Erkenntnis, dass diese Zurückweisungen passiert sind, weil ihr euch selbst nicht treu genug wart. Denn ihr habt der Loyalität und der Treue den Rücken zugekehrt. Also vielleicht habt ihr so sehr den Blick auf die anderen Menschen gehabt, dass ihr eure Selbstfürsorge vergessen habt. Ja? Ich habe gerade gesagt, sie schaut nur auf die Kelche zu ihren Füßen, die vor ihren Füßen hier stehen. Sie sieht gar nicht, dass sie sieht sich selbst nicht und sie sieht auch nicht, welche Gelegenheiten hier noch auf sich warten. Also, das ist vielleicht so ein Hinweis für euch, liebe Stiere, ja, dass es hier wirklich darum geht, eure Selbstloyalität wirklich auch im Blick zu haben. Wenn das Ganze so rumliegen würde, würde ich sagen, ja, ihr habt Loyalität und Treue im Blick. Aber das scheint im September nicht der Fall zu sein. Und da seid ihr vielleicht aufgerufen, das zu tun. Wir sehen, dass es hier sehr viel Kommunikation gibt. Mit den Vögeln ist hier auch Kummer und Sorgen im Feld. Es geht hier um Gespräche, es geht vielleicht auch um Gerede, es geht, also da ist Unruhe im Vogelhaus, ja, mit den Vögelchen hier, da ist sehr viel Anspannung, sehr viel Nervosität im Feld. Und wir sehen mit dem Brief, dass hier vieles bisher an der Oberfläche vielleicht blieb und dass es vielleicht auch hier um klärende Gespräche geht, ja, wo man wirklich in eine Kommunikation geht oder eben auch versucht, Ruhe herbeizuführen, indem man Dinge niederschreibt, ja, neu festlegt. Dieser Prozess, in dem ihr hier seid, der wird Zeit benötigen. Es kann auch mit der Zeit wirklich der Hinweis sein, dass es hier höchste Zeit ist, das zu tun. Denn wir sehen ja, dass ihr so ein Stück weit eure Selbstloyalität den Rücken gekehrt habt. Ja? Und es geht wirklich darum, dass es Zeit wirklich vielleicht auch für euch ist, diese nervlichen Belastungen hier zu verändern, indem ihr euch einen Schlachtplan in Anführungsstrichen, ne? Also eine Strategie überlegt, dass ihr euch, dass ihr einfach dieses Thema angeht, wie wollt ihr mit der Situation jetzt umgehen. So, beruflich sehen wir die 7 der Stäbe. Die 7 der Stäbe ist eine Karte der Abwehrhaltung. Man hat hier vielleicht das Gefühl, die 6 der Stäbe ist die siegreiche Heimkehr. Man hat hier vielleicht das Gefühl, man hat hier schon einiges erreicht, aber man ist jetzt so ein bisschen in einer Abwehrhaltung, ja, dass vielleicht jemand anderer an eurem Stuhl sägen könnte oder so. Also das ist etwas, ihr seid hier so ein bisschen in der Abwehrhaltung und in einer sehr beobachtenden Energie. Ne? Er beobachtet hier ja, was machen diese 6 Stäbe, die hier auf mich zukommen. Und die Frage ist, werdet ihr hier wirklich angegriffen oder wisst ihr, dass diese Stäbe euch gar nicht erreichen können? Also wir sehen hier Belastungen, weil
Dinge nicht offen ausgesprochen wurden. Ja, ich sehe das Kreuz und die Masken und das heißt, es gibt hier im beruflichen Berufungsbereich, gibt es Belastungen, weil hier hinter die Masken geblickt werden soll. Also das ist so die Aufgabe, glaube ich, und das ist auch diese Energie, er beobachtet eher. Und das ist, glaube ich, in dem Aspekt die falsche, also nicht falsch, aber ich würde euch eine andere Vorgehensweise vorschlagen. Wir sehen, dass das Ganze wirklich auch an euch nagt mit dem Schiff. Ich sehe mit dem Schiff hier auch Sehnsüchte. Ja, man merkt, dass etwas, das ist so, ja, also irgendwie, da liegt was in der Luft und ihr könnt es nicht richtig greifen, weil es ist noch maskiert. Ja, und es geht hier aber darum, dass ihr sehr wohl spürt, dass hier Belastungen im Feld sind, ja, dass hier etwas nagt und dass ihr im Endeffekt mit dem Schiff vielleicht auch dazu aufgerufen seid, eurer Intuition zu vertrauen, ja, um hier diese Belastungen und diese Maskerade zu beenden. Und ihr habt hier als verdeckte Energie den Herrn liegen und das ist eben das, wo ich sage, ne, das ist, ich nehme das nicht als ein Gegenüber von euch wahr, sondern das ist diese verdeckte Energie. Hier geht es um das Handeln. Ja, ein verantwortungsvolles Handeln aus euch selbst heraus, für euch selbst. Ja, also hier geht es wirklich darum, auch die Neun der Kelche als verdeckte Energie, dass ihr für eure Wünsche handelt, ja, dass es hier um die Wunscherfüllung geht. Man will hier, ne, man weiß, hey, das Leben hat mir viel zu bieten und ich möchte diese Kelche alle haben. Ich will die Wunscherfüllung, ich will die Fülle, ich will die emotionale Erfüllung, ich will, ne, und dafür müsst ihr euch aber einsetzen, dafür müsst ihr aktiv werden. Ja, und das heißt eben im privaten oder Herzensbereich hier wirklich den Blick zu heben und die Möglichkeiten zu erkennen, ja, euch selbst treu zu sein und hier auch wirklich euch selbst verpflichtet zu sein und euch dafür einzusetzen, ja, und auch im Beruflichen diesen Schwelbrand, ich nehme das wie so ein Schwelbrand wahr, ja, hier offen zu kommunizieren, das anzusprechen und vielleicht auch in Kauf zu nehmen, dass die Menschen da, die mit denen ihr dann sprecht, dass die erstmal mit Abwehr reagieren, ja, dass die versuchen, euch anzugreifen dann. Aber es geht darum, diese Energien zu klären, ja, dass ihr hier sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich diese Energien wandeln könnt. Spirituelle Seelenbotschaft, der Page der Schwerter. So, also Page der Schwerter heißt beobachte. Beobachte, nimm wahr, lieber Stier, es ist deine Aufgabe, wahrzunehmen. Was ist, was zeigt sich hier? Ja, und wenn du das Gefühl hast, dass hier im Beruflichen irgendeine Maskerade stattfindet oder irgendetwas Nagendes unterwegs ist, dann beobachte das und dann teile deine Beobachtungen mit. Ja, wir sehen, dass du aufgerufen bist von der spirituellen Seelenbotschaft, hier in großen Schritten in deine Autorität zu gehen. Ja, mit dem Reiter darfst du dich voller Autorität hier bewegen. Es geht hier darum, um ein verantwortungsbewusstes, selbstbewusstes Voranschreiten. Darum geht es für dich. Ja, und dazu beobachte, was ist und dann geh drauf zu, auf die Themen, die für dich jetzt zur Klärung anstehen. Ja, also hier geht es nicht drum, also es geht nicht drum, sich hier zu drücken oder zu verteidigen oder abzuwehren. Nein, wenn du merkst, hier stimmt etwas nicht, sprich es an. Ja, sei mutig, geh drauf zu und nutze aber auch mit dem Bären die Kraft, dich immer wieder in dich selbst zurückzuziehen, um dich auf dich selbst zu besinnen. Ja, denn deine Aufgabe ist es, neue Wege zu beschreiten. Neue Energien ins Fließen zu bringen. Ja, das kann hier wirklich
Hier können sich ungeahnte Wege auftun, wenn du eben bereit bist, die Dinge, die du beobachtest, die sich dir zeigen, offen auszusprechen und anzugehen. Ja, also ob das jetzt hier im privaten Bereich um die Zurückweisung geht oder um diese Maskerade im beruflichen Bereich, egal was, beobachte es und dann sprich deine Wahrheit aus, damit die Dinge ins Fließen kommen können, auf allen Ebenen. Ja, im Spirituellen, im Weltlichen, in dir selbst, lieber Stier, das ist deine Aufgabe. So, schauen wir mal, welches Krafttier begleitet denn die Stiere? So, da haben wir gleich zwei. Aha, das Schwein. Glück. Glück kündigt sich an. Große und kleine Geschenke liegen auf deinem Weg. Du kannst Dinge erfolgreich zum Abschluss bringen. Also, zum einen Hans im Glück und wir haben den Kolibri, Herzfrequenz. Das Juwel in deinem Herzen beginnt zu leuchten und zu strahlen und schenkt dir neue beglückende Erlebnisse in der Liebe. Ja, das kann passieren, wenn du es denn angehst und wenn du voller Selbstverantwortung dem Leben eine Antwort gibst. Ja, und hier eben mit dem Reiter und dem Bären mutig handelst und voranschreitest. Also, wisse, die Schöpfung sorgt hier gut für dich. Ja, das Schwein beschert dir Glück, der Kolibri bringt dich in die Herzfrequenz, auch wieder in die Leichtigkeit und Lebensfreude. Das ist ganz wichtig und es ist deine Aufgabe hier mit den neun der Kelchen und der verdeckten Energie des Herrn wirklich für deine Wunscherfüllung aktiv zu werden. Hier aktiv für deine Wunscherfüllung dich einzusetzen. Welche Rune begleitet dich? Ja, die Nauders. Hier kommt die Nauders, das ist die Rune der Notwende. Die Nauders ist die Kurskorrektur, die macht dir einen Strich durch die Rechnung. Die Dinge, die du bisher probiert hast, ja, die funktionieren nicht. Und du merkst jetzt, okay, ich muss hier eine Kurskorrektur vornehmen, damit ich hier wirklich in meine Wunscherfüllung gehe. Und zwar ist die Aufgabe, dass du aktiv wirst, um in diese Wunscherfüllung zu gehen. Die Nauders ist auch eine Rune, die eine Erkenntnis mit sich bringt. Denn die Nauders sagt im Englischen, wenn ich das ausspreche, know this, wisse das. Ja, und sie sagt aber auch now this. Jetzt ist das dran. Und ich habe hier schon gesagt im persönlichen Bereich, dass hier für etwas die Zeit reif zu sein scheint. Und ich glaube, gerade mit der Nauders ist es hier wirklich höchste Eisenbahn, dass du hier wieder in deine Selbstloyalität, deine Selbsttreue gehst, ja, nicht immer nur auf die anderen blickst, sondern auch gut für dich sorgst einfach, ja, um für die Menschen, die dir wichtig sind, überhaupt da sein zu können. Also die Naudis fordert dich hier zu einer Kurskorrektur auf und da geht es wirklich darum, in deine Wunscherfüllung zu gehen. Was wünschst du dir, lieber Stier? Ja, das war eure Legung für den September. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sag ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder dieses Video teilt. Habt eine zauberhafte Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.